Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben ja den Mann im Mond ausgepackt und angeguckt, wir haben einen Controllerhalter und ich hatte ja zwei Controllerhalter, einmal komplett durchsichtig, das ist dieser und der andere mit der weißen Platte, das ist der komplett durchsichtige, der ist wirklich auch nur so in dieser schmalen Tüte drin, den werden wir jetzt als nächstes aufbauen. Dafür wechsle ich jetzt mal in die Unboxing-Ansicht. Bis dahin. So, da sind wir auch schon wieder in der Unboxing-Ansicht. Und wir hatten ja zwei Controllerhalter zum Aufbauen. So, das ist der zweite, wo die Packung etwas kleiner ist. Wir haben jetzt praktisch hier eine ganz normale Platte. Das ganze Ding kostet auch nicht die Welt. Ja, hier oben ist schon die Folie ab. Können wir ja mal abmachen hier. So. Zack, dann ist das auch Klarsicht, wie ihr seht. Hier unten haben wir den Gumminoppen, damit er halt vernünftig stehen kann. Dann haben wir hier, ich habe immer das Problem bei so einen Dingern, dass ich hier den Anfang finde für diese Folie. Hier ist auch nirgendwo ein Dingsbums dran, wo du sagst, ach naja, hier kannst du einfach so abhebeln. Oder ist das auf der Seite die Folie drauf? Auf beiden Seiten eine Folie drauf. So, einmal. Ah, ich hab's gleich. Ich habe auch keine Fingernägel mehr. So. Jetzt seht ihr das, dass das auch komplett durchsichtig ist. So. Hier oben an der Ecke geht es eigentlich auch ganz gut. Vielleicht hänge ich. Vielleicht mache ich auch am Ende des Videos auch nochmal ein Foto rein für ein paar Sekunden, damit ihr sehen könnt, wo welcher Controllerhalter steht. So, und dann haben wir hier einmal, dann muss jetzt hier nur reingesteckt werden. Ganz simpel und einfach, so. Und ich zeige euch das mal so. Ja, hier steht er dann drauf und dann kann man hier einen Controller und hier einen Controller reinmachen. Ganz simpel, ganz einfach. Für 1, 2, 3, 4 Euro. Und da habt ihr dann ein bisschen Ordnung und die Controller liegen nicht rum. Sieht doch ganz cool aus. Und die sind auch übereinander. Sind dann halt platzsparend. Ja, ganz simpel eigentlich aufgebaut. Da ist hier oben dann halt so ein bisschen wackelig. Ja. Da ist der andere ein bisschen fester. Aber na egal. Für ein paar Euro kann man da nichts verkehrt machen. Kann man, wenn man sowieso bei Temu bestellt, mal mit in den Warenkorb packen und sich ins WLAN nebeneinander stellen und seine PlayStation und Xbox Controller bzw. Switch Controllerin machen. Ich werde am Ende gleich noch ein Video rein, noch ein Foto reinmachen wahrscheinlich, wenn da werde ich euch mal beide zeigen, wo sie stehen und welche Controller sind oder ich halt mache halt nur hier, also der wird für die Switch wahrscheinlich sein, bin mir da noch nicht so sicher und dann werdet ihr das dementsprechende Bild jetzt gleich am Ende sehen. Mich hat es gefreut. Ich werde euch das natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.